Liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, willkommen zu einer neuen Mystery-Folge hier bei YouTube. Ja, ich werde von euch in den letzten Jahren, seit es diesen Kanal gibt, aber eigentlich schon in den 20 Jahren davor, immer wieder gefragt, du, Lars, was kannst du mir denn für Bücher empfehlen? Ich bin noch recht neu in der Thematik der Präastronautik oder wie es neudeutsch heißt, Ancient Aliens. Hast du da ein paar Buchtipps? Ja, da hätte ich ja natürlich unendlich viele, aber tausende Buchtipps. Aber ich werde hier speziell gefragt, ich möchte gerne einsteigen in die Thematik. Was hast du da so im Hinterkopf? Was kannst du uns empfehlen? Natürlich als allererstes meine Bücher, 14 Bücher oder wie viele es sind, die ich veröffentlicht habe, ist natürlich klar. Aber ein Einsteiger möchte gerne weit gefächert informiert werden mit weit gefächerten Thematiken. Und da bieten sich selbstverständlich als allererstes Anthologien an. Das heißt Sammelbände. Ein Name oder zwei Namen stehen auf dem Cover als Herausgeber, nicht als Autor. Und in dem Buch befinden sich dann 20, 30, 50, 60, je nachdem, wie viele da reinpassen, verschiedene Artikel bzw. verschiedene Beiträge zu unterschiedlichen Themen bzw. auch die gleichen Themen, aber dann speziell auch noch Unterthemen, eben aus dem Bereich Rätsel der Vergangenheit, Rätsel der Welt und so etwas. Ihr kennt es vielleicht, sowas gibt es auch als Belletristikbücher, zum Beispiel Anthologien, in denen verschiedene Autoren dann Kurzromane veröffentlichen, wenn wir es so nennen möchten, quasi Gruselgeschichten gibt es so etwas, zum Beispiel ist sehr beliebt, oder Science-Fiction-Geschichten, verschiedene junge oder neue Autoren schreiben gemeinsam an einem Buch, da ist dann ein Name auch drauf als Herausgeber und dann gibt das Buch jemand heraus und innerhalb dieses Buches stehen dann entsprechend die Namen von denen, die diese Beiträge geschrieben haben. Ja, ich muss es erklären, denn tatsächlich kennen wahrscheinlich viele von euch Anthologien nicht, denn Anthologien sind Bücher aus Papier, die muss man sich kaufen und die muss man dann auch lesen. Das ist also nicht so etwas wie hier bei YouTube. Aber ich werde immer wieder gefragt und ich verweise da immer wieder auf eine Buchserie, so kann man sie ruhig nennen, die Erich von Däniken herausgibt. Und zwar nennen sich die Kosmische Spuren, eigentlich mehr intern kosmische Spuren. Denn 1988 kam das erste Buch davon heraus, eine Sammlung verschiedener Präastronautikforscher, Mysteryjäger, die dort daran geschrieben haben und die Erich von Däniken dann herausgebracht hat. Und diese Bücher empfehle ich immer wieder. Und da ist jetzt ein neues erschienen, da komme ich gegen Ende des Videos drauf zu sprechen. Das ist hier noch im Karton verpackt. Ich habe es selbst noch nicht in der Hand gehabt, aber das ist inzwischen der 9. Band. Ich habe hier, ich bewege mich mal kurz ein wenig, eine ganze Reihe dieser Bücher, die davon bereits erschienen sind. Und das begann eben 1988 mit dem Buch Kosmische Spuren, neue Entdeckungen der Präastronautik aus 5 Kontinenten, herausgegeben von Erich von Däniken. Ein recht dünnes Band, 1988, hat es 12,80 € gekostet, richtig niedlich heutzutage. Und da sind eben zahlreiche verschiedene Autoren vertreten und die schreiben über zahlreiche verschiedene Themen aus der Welt der Präastronautik, aus der Welt der Rätsel der Archäologie. Dann kam einige Jahre später, und zwar 1992, auch im gleichen Verlag, beim Goldmann Verlag, dieses Buch, Neue kosmische Spuren, ist schon, ja, wenn ich das so sehe, doppelt so dick auf jeden Fall, auch von Erich von Däniken herausgegeben, sensationelle Entdeckung der Präastronautik aus 5 Kontinenten. Ja, und das ging dann immer beim Goldmann Verlag fröhlich so weiter. Und dann kam nämlich 1995 Fremde aus dem All im Goldmann Verlag. Kosmische Spuren, neue Funde, Entdeckungen und Phänomene. So dick ist das Buch, kostete 16,90 € damals. Wenig Bilder, aber eben Themen aus der Ancient Alien Welt. Ja, 97 dann nochmal beim Goldmann Verlag. Das letzte Buch beim Goldmann Verlag, der sitzt, glaube ich, in München. Das ist ein recht großer Verlag. Das Erbe der Götter auf kosmischen Spuren rund um die Welt. Wieder etwas dicker. Auch wieder mit zahlreichen verschiedenen Autoren, die dort zahlreiche verschiedene Themen behandeln. Das Buch kam dann nochmal im Bechtermünz Verlag. So sieht es aus, als kleine gebundene Ausgabe raus. Der Bechtermünz Verlag ist ein Verlag, den gibt es noch, der Lizenzausgaben aufkauft und sie dann in einer etwas geringeren Papierqualität, zu geringeren Preisen nochmal neu publiziert. Ja, aber dann kam der Wechsel und zwar
kam der Wechsel 2003 und zwar zum Kopp Verlag. Da erschien dann dieses Buch, gebunden mit Schutzumschlag, Jäger verlorenen Wissens auf den Spuren einer verbotenen Archäologie, eben gebunden, wie die Bücher beim Kopp Verlag so sind. Da erscheinen seitdem, seit 2003, also die Bücher, 2008 kam Brisante Archäologie, Geschichte ohne Dogma, schönes Cover, schöne Qualität, sind die beim Kopp Verlag ja alle, die Bücher. Dann erschien 2011 die andere Seite der Archäologie, Faszination des Unbekannten, auch wunderschön, dickes Büchlein. Ich glaube, das kostet 22,95 Euro. Ich kann es so gar nicht sagen. Kapitel 3 übrigens, biblische Zeiten. Ich glaube, da stehen auch Beiträge von mir drin, in einigen von diesen Büchern sowieso. Und dann kam bisher als letztes Neugierde verboten, Fragenfunde, Fakten. Auch Kopp Verlag, auch gebunden natürlich. Ausgegeben von Erich von Däniken. Ich muss mal jetzt selber neugierigerweise gucken, was habe ich denn da geschrieben? Ah, es ging um das Aluminiumobjekt von Aiut. Da habe ich eine Analyse mal durchgeführt. Ein rätselhafter Fund, den habe ich in Deutschland analysieren lassen, eine Materialprobe. Die Ergebnisse stehen da drin. Wie dem auch sei. Diese Bände, die, ihr seht ja, nur die ersten hießen kosmische Spuren. Das hier hieß ja gleich Neugierde verboten. Diese Bände sind so, da schreibt mich der Erich von Däniken als Herausgeber alle Präastronautik-Forscher, Mysteriejäger, Grenzwissenschaftler an und sagt, bitte schreibt mal einen Beitrag für meine nächste Anthologie, die ich herausgeben möchte, sondern es werden quasi die Best-of-Veröffentlichungen aus dem Magazin Ancient Skies genommen, das habe ich hier liegen, so hieß es früher, das ist hier mal eine Ausgabe von diesem Ancient Skies. Und zwar, was haben wir denn da? Juli, August 87. Marienerscheinung geht es hier, Stonehenge geht es hier um. Buchbesprechung war da drin. Ein dünnes Heftchen, auch in Englisch war es hinten drin immer. Aber dieses Heftchen heißt inzwischen schon längst Sagenhafte Zeiten. Das wird von der AAS heraus gegeben. Sagenhaftezeiten.com ist die Seite. Und dieses Magazin, da schreiben natürlich viele verschiedene Autoren aus dem Bereich der Präastronautik ihre Artikel. Das ist mal die Ausgabe 2 2016. Und davon werden dann immer die interessantesten Thematiken, die interessantesten Beiträge herausgenommen. Und alle zwei, drei Jahre, ganz grob, seit 1988 eben, veröffentlicht in einem Sammelband unter dem Namen Erich von Däniken. Es gibt natürlich im Laufe der Präastronautik in den letzten 50 Jahren zahlreiche Sammelbände. Es gibt auch solche Sammelbücher, solche Anthologien über das UFO-Phänomen oder UFO-Entführungen. In den 90er Jahren hat Dr. Johannes Fieberg, der ist, ich glaube, 1999 verstorben, ich weiß nicht genau, welches Jahr das jetzt war, auswendig, der hat zum Beispiel einige solche Sammelbände herausgebracht, auch beim Ulstein Verlag. Mal gucken, ja, beim Knauf Verlag, ich sehe es hier, etwas unscharf, habe keine Brille auf. Da gibt es wirklich viele. Ich könnte hier einen ganzen Stapel hinstellen und euch die alle mal zeigen, aber interessant ist auch vielleicht das, weil das wenige kennen. Das erschien 1985 im Hohenrain Verlag von Peter und Johannes Fieback aus den Tiefen des Alls, Handbuch zur Präastronautik, Wissenschaftler auf den Spuren extraterrestrischer Eingriffe. Ein dicker Wälzer, den wird man gebunden, wahrscheinlich recht günstig kriegen. Er erschien später in den 90er Jahren nochmal beim Ulstein Verlag als günstiges Taschenbuch. Aber das ist wohl auch einer der Anthologie-Klassiker. Ich weiß, Ulrich Dopatka zum Beispiel, ein Autor der Präastronautik, der hat zum Beispiel auch mal ein Lexikon der Präastronautik veröffentlicht, später immer aktualisiert. Es gab dann noch drei Neuauflagen. Der hat zum Beispiel auch mal so eine Anthologie herausgegeben. Und es gibt Anthologien im Archäologie auch, die habe ich hier auch im Archiv stehen, aber speziell zur Präastronautik, wo ich eben immer wieder nachgefragt werde, möchte ich euch die Bücher von Erich von Däniken empfehlen, wo dann in Klammern immer hinter steht, Hirsk, Herausgeber also. Das heißt, es ist eben Bücher, die nicht speziell ein einziges Thema haben, sondern ganz viele in Kapiteln sortiert. Wie gesagt, von biblischen Mysterien geht es zu archäologischen Mysterien, zu Pyramiden, zu Mythologien weltweit. Und da hat man wirklich einen sehr breit gefächerten Umfang an Spekulationen, Ideen und Hypothesen, in die man am besten lesen kann, um in diese Thematik einzusteigen. Ich muss
sagen, dieses Band Kosmische Spuren von 1988, dieses erste Buch habe ich auch mir damals natürlich gekauft und das war auch eins meiner Einstiegsdrogenbücher, da es da, da es da thematisch sehr vielfältig ist. Es sieht auch sehr mitleidig aus, also sehr mitgenommen. Ich habe es sehr oft damals immer in der Hand gehabt, um mal was nachzulesen. Ja, und jetzt ist gerade frisch erschienen das neue Band dieser Reihe, Band 9 dieser kosmischen Spuren. Das heißt Galaktische Horizonte auf der Suche nach den Ancient Aliens. Ich werde hier mal ein Bild ein und einen Link. Da habe ich auf meinem Blog, habe ich das bereits am 20. April einmal vorgestellt. Aber ich blende später nochmal einen Link ein, denn ich habe auch das ganze Inhaltsverzeichnis einmal für euch online gestellt, damit ihr detailliert sehen könnt, was in diesem Buch alles für Themen drin sind. Ja, und das packen wir doch mal aus hier. Der Karton liegt hier schon einige Tage, aber wie kriege ich den jetzt los? Ich bin auch selber sehr gespannt, wie es denn aussieht und wie es sich anfasst, denn ich bin kein Freund von E-Books. Ich mag einfach nur Bücher, die man in der Hand halten kann. Ja, das ist ja das Problem. Viele von euch fragen ja, welchen Blog kann ich lesen? Diese Fragen komme ich auch wieder. Wo kann ich mir irgendwas herunterladen? Es ist so, Bücher kosten Geld, man muss sie kaufen. Dieses Buch hier jetzt, das neue von Erich von Däniken, beziehungsweise von ihm herausgegeben mit den vielen Autoren, kostet auch 22,95 glaube ich oder so. Verpackungsmaterial brauchen wir nicht. So. Oh, es sieht sehr schön aus. Das sind gleich zwei. Galaktische Horizonte auf der Suche nach den Ancient Aliens. Sehr schönes Buch, auch gebunden. Ich werde es jetzt nicht detailliert durchblättern, denn ich verweise nochmal auf meinen Blog, fischingerblog.de. Dort habe ich das Inhaltsverzeichnis mit allen Autoren und all deren Beiträge aus diesem Buch einmal für euch online gestellt, kostenlos. Da könnt ihr euch das mal durchsehen, könnt auch direkt bestellen. Galaktische Horizonte. Ja, ist ein schönes Buch. Es sind wirklich gute Beiträge, wie ich es gesehen habe, als ich das Inhaltsverzeichnis quasi abgetippt habe. Und es sind eben Beiträge verschiedener Autoren aus diesem Magazin Sagenhafte Zeiten, der AAS von der Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und CETI. Das ist die, die auch einmal im Jahr im deutschsprachigen Raum einen großen Präastronautik-Mystery-Kongress veranstalten. Da weise ich auch auf meinem Blog immer wieder darauf hin. Der nächste ist im Oktober in Interlaken in der Schweiz. Davor weiß ich gar nicht, irgendwo in Saarbrücken oder so, aber irgendwo im deutschen Raum ist der immer einmal im Jahr. Ich hielt da auch ab und zu mal Vorträge und auch in diesem Buch, hier in dem neuen von Erich von Däniken, bin ich auch mit einem Beitrag vertreten. Es geht um natürlich die Ancient Aliens, die Astronautengötter, und zwar in Sachen Turmbau zu Babel. Eben diese Geschichte, die sich auch in der Bibel, aber auch in anderen Texten findet. Den Rest könnt ihr auf fischingerblog.de nachlesen, worum es da geht. Ja, diese Bücher, ich werde sie auch hier unten drunter bei YouTube verlinken und auch auf meinem Blog verlinken. Diese Bücher kann ich wirklich jedem Einsteiger immer empfehlen, da es kein spezielles Thema hat, sondern ihr könnt ein Kapitel einfach überschlagen, einen Beitrag könnt ihr später lesen oder ganz weglassen, weil es euch vielleicht gar nicht interessiert, könnt einen anderen lesen. Also ihr müsst es nicht von Seite 1 bis zur letzten Seite, 320 haben die so immer, diese Bücher durchlesen, sondern ihr könnt es auch querlesen, hin und her blättern, jetzt lese ich mal dies, das ist, interessiert mich jetzt gerade besonders, und ihr könnt es auch immer wieder zum Nachschlagen nutzen. Das ist ja auch besonders nützlich bei der Arbeit, um mal wieder etwas nachzulesen, was hat denn der und der dort behauptet. Wie dem auch sei, ein Buchtipp, ein Unboxing-Video nochmal hier, weil es so schön aussieht. Das neue Buch herausgegeben von Erich von Däniken, schön, schön, schön. Damit sage ich mal, vielleicht hat euch das Video gefallen, gebt mir einen Daumen hoch, ich denke mal, es hat euch gefallen, denn ich bekomme ja immer wieder diese Anfragen. Beachtet auch gleich mal meine Videotipps, die noch im Anhang folgen. Besucht fischingerblog.de, um euch etwas genauer über dieses Buch zu informieren und natürlich über die Mysterien der Welt allgemein. Und schaut noch ein paar andere Videotipps. Besucht mich bei Facebook, facebook.com/mysteryfiles. Damit sage ich mal Tschüss, ihr Lieben, euer Mystery Lars.